Herzlich willkommen hier ist zweite Folge am Arsch, auf Frühstückmarsch. Wir fahren jetzt zum zurück zum Schweinestall, holen die nächsten Schweine. Wir machen ja im Prinzip eine kleine Umziehaktion. Ne? Der Stallhof soll ja weg und wir haben dafür, also ich habe dafür einen zweiten Stall hier auf dem neuen Schweinestallplatz gebaut. Ich hatte ja die letzten beiden Kleinstalle jetzt abgerissen, in der letzten Folge. Und jetzt, Mikrofon, ne? Und jetzt soll der Stall hier auch weg, aber wir müssen vorher die Schweine rausbekommen. Ist ganz gut, das Futter ist nämlich knapp und da können wir gleich voll loslegen. Mit Futter, also die Kühe müssen noch Futter haben und natürlich die Schweine auch. Der eine Anhänger ist schon da mit Futter, da können wir sofort loslegen und voll machen. Die ersten Ferkel haben wir jetzt noch im Stall für Jungtiere. Anführungszeichen, da ist ein bisschen gemischt. Da muss ich ja schauen, dass wir die entsprechend älteren Tiere rausbekommen, ne? Die ab 100 Kilogramm. Ne? So, fangen wir mit den alten an. Eins, nur alte, also diese. Die hochschwangeren Tiere normalerweise. Das wir jetzt so nicht erkennen können, ne? Die kommen ja in einen neuen Stall rein. Die Ferkel nicht. Der Rest ist Ferkel. 0,0 Jahre. Das gibt auch schon, ne? Die waren schwer. So, auf zum neuen Stall. Wasser habe ich schon angelegt, die Rohr. Gut, Ziesenpumpe nicht. Denkt man, die brauchen wir auch nicht. Weil ich habe bisher noch nicht vergessen zu füttern oder oder Wasser zu geben. Ne? So, da sind wir schon. Ist ja um die Ecke, ne? Hier vorne ist Mist. Wir müssen da ganz hinten hin. Ein bisschen noch hier malen, ne? Gut Deutsch. Und dann können wir sehen, was wir da. Gleich Wasser geben und Futter. Mehr kommen wir hier nicht rein, ne? Das sind die älteren Tiere. Die anderen kommen ja in einen anderen Stall rein, ne? Irgendwann werde ich sicherlich auch mal welche in den Stall bringen zum Schlachten. Aber heute wahrscheinlich nicht. Wir müssen mal füttern und Wasser geben. Aber allgemein. Ne, aber Kühe auch. Die müssen auch Futter und Wasser haben. So. Ein bisschen Stroh haben wir schon gekriegt. So, gleich mal Wasser geben. Denn die haben nichts drin, ne? So. Gleich mal abkippen hier. Das geht ein bisschen schon mit dem Gamer, ne? Aber die fehlt es ja nicht, ne? Knappe 12%. Jetzt haben die Futter. Jetzt holen die Ferkel. Ferkel holen wir noch. Richtig. Wir mal sehen, in der Mitte ein bisschen farblich angleichen. Aber mal sehen. Wenn die Leitplanke nicht wäre, dann wäre es schön. Aber gut, aber die ist halt da. Ne? Das ist halt so. Ne? Könnt ihr den Boden anheben, rüberfahren als Schanze, aber gut, ich sag mal so: Man weiß es und man fährt da vorbei. Ne? Deswegen sage ich hier mal die Planke weg, ist ja auch Blödsinn. Man muss ja die Karte nehmen, so wie sie ist. Man kann ja nicht immer jeden Scheiß anpacken. Lassen. Das kann man sicherlich machen als C-Datei, das ist wirklich irgendwie, aber
Deswegen muss ich mir das nicht annehmen. So, Schweinchen. Gibt ein neues Zuhause. So, Brüder und Schwestern. Oha, viele Tiere. Hier kommen wir zusammen. Ne? Ein sehr, sehr junge Boy. Nochmal fahren. Ja, dann machen wir auf 1. Die Transporter sind ein bisschen gefährlich. Das ist in der Zeit. Gut, um 0 Uhr ist ganz schlecht, ne? Wenn jetzt eine neue Berechnung kommt. Dann ist es äußerst, äußerst riskant. So. Ja, wir kommen ja gut hier rum, ne? Wir müssen sowieso ein bisschen so ranfahren. Daher ist es. Naja, gut. Nicht so tragisch. Der Schweinefutter auch noch wegräumen. Die anderen Futter werden sie im Stall irgendwo drum liegen, ne? Das macht aber nichts. Viel war es ja auch nicht. Gehen wir alle rein. Hoffen wir mal, ne? Oder? Halt ist. Ja, hier wollen wir noch was tun. Hier waren einige bei, die man schon in engere Wahl kommen. Ne? 110, die können dann schon mal weg. Der ist perfekt ausgerichtet, aber Stroh fehlt noch. Da sind noch 10. Da muss ich wegen 10 muss ich dahin. Und der hat entsprechend Kühe. Ja, da müssen auch was gemacht werden. Rum und jetzt sind 10 Ferkel noch, ne? Das schaffen wir noch. So. Mein 10 Ferkel hätte auch vorne rechts gepasst, hier am Beifahrersitz, ne? Wir hatten früher immer die Schweine im Auto geholt, die Ferkel. Privat und privaten, kann man sagen, Züchter, ne? Der hat Ferkel verkauft. Hat sich noch gelohnt, privat Schweine zu halten. War mit der Wende vorbei. Und der Preis im Keller. Dann war es nicht mehr interessant für privat Schweine zu halten. Im Staat war es vorher was wert, dass man privat was gemacht hat. Hat dafür gut gezahlt. Denn Versorgung der eigenen Bevölkerung war ganz hoch angesehen. Und heute ist das so dein Problem. Weltmarkt, ne? Zu viele Schweine. Liegt aber am System. Und Geld. Wird immer mehr produzieren müssen, weil sie Schulden haben. Das wollen die nicht wahrhaben, die Bursche. So, letzten Schweine rein. Gut, leer, den stellen wir mal weg und dann gehen wir gleich mit Wasser, da gibt es garantiert viel Wasser geben und Futter und ich muss den Mist gleich, das ist auch noch ein Vorteil, ich kann jetzt den Case oder den Quatsch, den entsprechend nutzen, ne? So ein sauber machen, man baut da nicht mehr ständig jetzt hin und her fahren mit dem kleinen Fahrzeug, ne? Kommt auch Namen nicht. Aber wenn wir gleich sehen, was ich meine. Zum Putzen, diesen kleinen Mini-Fahrzeug hier. Können wir das gleich hier mitnehmen.
Ach, den Mist. Mal sehen, ob der Mist auch verkauft wird. Das ist gar nicht hier. Der ist oben. Müssen wir noch düngen, aber bei Frost geht's nicht. Ach, der ist hier. Ups. Den meine ich hier. Den Glas vom Dauermann, den Glas Torion, wie er heißt. Nach vorne ist das Vorteil immer egal, obwohl es aufgemacht werden muss. Die machen erstmal hier sauber. So. Müsste eigentlich aufnehmen, ne? So, wenn das Thema müsste. Er hat dann da auf. Und das ist immer so. Das ist ja Schweinefutter, ne? Den kippen wir gleich wieder hin. Aber besser Schweinefutter als Mist, ne? So gut, dann wollen wir zum Misthaufen fahren, ne? So, ein bisschen Futter haben sie gekriegt. Hier lag was rum. Nur gleich mit. Ist nicht viel, aber man freut sich. Und den können wir Ewigkeiten fahren. So. Alle ist er wieder. Und jetzt können wir halt immer schön, ne, hier so rein und gleich gegenüber im nächsten Stall brauchen wir nicht mehr lange herfahren. So, Wasser geben. Und dann gleich mal Futter abkippen hier, ne, ne? Den Rest. Das ist bestimmt sehr viel. Die brauchen. Und da muss man sehen, dass man hier die Fläche ein bisschen schön macht, da ein bisschen schön macht, ne? So. Dann fahren wir den Anhänger gleich zurück Richtung Kuhstall. War eben gerade nicht viel. Aber immerhin, ne? Ja, die Ferkel brauchen nicht so viel, ne? Aber wir müssen ja den Anhänger brauchen für Kuhstall. Das ist ja die richtige Höhe, ne? Also den zweiten Anhänger jetzt kaufen will ich auch nicht. So, der andere ist aber leer, der kann verkauft werden normalerweise. Aber wir versorgen mal die Kühe. Ob jetzt die Leistung ein bisschen besser wird? Na gut. Einige Tiere sind weg, ne? Nur woanders. Gut, die Ballen sind auch noch da, das darf man nicht vergessen. Die sind ja auch noch entsprechend. Den Futterteil kann ich da wegnehmen. So ein kleines Lager hätte er für Schweinefutter, wäre gut. Stroh, na, Stroh. Warum nicht mehrere, ne? Das ist Quatsch. Die können weg hier. Dann können wir da entsprechend Dünger sie brauchen. Kurz den Pflanzenschutz hinbauen, ne? Nur mal sehen. Immer einen am anderen. Pudding ist alle. So, gleich mal Stroh für die Schweine oder erstmal Futter für die Kühe. Erstmal Futter für die Kühe. Das ist wichtiger. Das haben die drin auch. Dünger. Ich hatte ja mal Dünger hier reingekippt. Aber ich kann es ja reinkippen im Lager, das ist ja nicht das Problem. Bei Gelegenheit. Sojabohnen, Mais, Teufel, Zuckerrüben. Wir sind auch schon drinnen. Brauchen wir auch für die Kühe. Das wird nicht reichen.
Ja, Mist haben wir hier auch genug. Müssen wir jetzt wirklich verkaufen, ne? Oder bei uns in Produktion einkippen, müsste jetzt ein bisschen verarbeitet worden sein. Und jetzt, wo die Zeit wieder passt, können wir auf 5 stellen. Also Tiere sind transportiert und die haben Futter. Und die alle anderen haben ja noch ein bisschen Rest vom letzten Mal. Und deswegen wollen wir sie nicht gleich. Und gleich nochmal einen Schwung. Ups. Die Kurve nicht geschafft. Zu spät eingelenkt. Da hier ist ganz schön einbrüchig. Oh, hier viele Gebäude, das ist ein Problem. Die Silos können weg. Hier kriegen wir nichts rein. Wir haben nichts, aber wir können hier was auskippen. Was rausholen. So, noch eine Ladung. Kühe am Hunger. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die Zeit ist rum. Folgenlänge reicht. Sag mal tschüss und wir gewinkeln. So haben wir anderen Kollegen auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Zum Anschauen. Tschüss, ciao, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis vielleicht morgen. Tschüss.